So, da sind wir wieder bei Ticket. Und ja, ich habe mal kurz ein bisschen mein Inventar nochmal aufgeräumt, das Zeug reingebramst. Dann habe ich mir Fackeln gemacht, die hier nochmal im Haus aufgesetzt, weil das habe ich ja ganz vergessen beim letzten Mal. Dann habe ich mir das Hühnchen noch in den Ofen geschmissen, als ich das auch ja nicht vergesse. Und was jetzt mir aufgefallen ist, eigentlich wollte ich ja heute schon anfangen, die ersten Maschinen zu bauen. Allerdings ist das gerade nicht wirklich richtig möglich, weil dafür brauchen wir Redstone und den müssen wir noch irgendwo finden. Das heißt, wir müssen trotz alledem jetzt nochmal irgendwo ein paar Sachen besorgen. Hm. Dazu brauchen wir auch noch Rubber. Das bekommen wir von Rubber Trees. Und ja, das müssen wir jetzt alles machen. Das Einzige, was ich gerade nicht weiß, ist, halt, brauche ich gar nicht. Weil für den Rubber brauchen wir ein Subteil, aber ich weiß jetzt nicht, ob das mit den Sticks war oder mit Holz. Ist überhaupt so richtig? Mal gucken. Moment. Oh, verdammt. Das wird natürlich hier nicht angezeigt. Echt pralle Scheiße. Das ist so ein komischer Hahn. Wie war denn das nochmal? War das so mit richtigem Holz und... Wie war denn das? Ach, okay, da haben wir es doch schon. Machen wir erstmal gleich zwei, man weiß ja nie. Und dann würde ich sagen, geht's denn auch... gerade ist Nacht und wir haben immer noch kein Bett. Aber auch egal. Und zwar, ich kann das halt euch ja gerne schon mal zeigen, und zwar, wenn wir jetzt allererstes ein Generator bauen. So, ein Generator brauchen wir Refined Iron. Refined Iron machen wir natürlich mit dem Ofen, indem wir den normalen Iron in den Ofen packen. Und wir brauchen eine RE-Batterie. Eine RE-Batterie besteht aus Tin, Redstone und so ein isoliertes Kupferstrom-Dingens-Bummens. Ja, und dafür brauchen wir halt Rubber vom Rubber Tree und noch vor allen Dingen Redstone. So. Wenn wir dann nachher einen Generator haben, brauchen wir natürlich noch eine Engine, die das Ganze betreibt. Und zwar nehmen wir eine Redstone-Engine. Das wäre dieses hier. Dafür brauchen wir eigentlich nichts Besonderes, eigentlich nur, wie ihr seht, ne? Glas, Holz, Zahnräder, die sind ganz leicht gemacht und eine Piste. Und dafür brauchen wir auch wieder Redstone, also ziemlich am Kotzen. So, damit können wir den Generator alles ja, zum Laufen bringen. Und wir wollen damit einen elektrischen Furnace machen, weil der brennt Sachen noch schneller als ein normaler Ofen. Weil natürlich könnten wir uns jetzt noch einen Iron Furnace machen. Aber, nee, der elektrische ist dann halt doch noch ein bisschen effektiver. Und dafür brauchen wir noch einen Electric Circle. Und dafür brauchen wir auch wieder Redstone und die schönen Copper Cable. Und dafür brauchen wir halt wieder Rubber. Ja. So viel zu den ganzen Themen, ne? Jetzt machen wir das hier wieder raus. Und ich würde sagen, wir gehen als erstes in den Berg rein. Weil... Nach diesen Bäumen suchen ist ein bisschen kacke. Und ich will eigentlich auch gerade gar nicht wirklich. Nehmen wir einfach mal ein bisschen Eisen raus und. Lass mal überlegen. Können wir ja schon mal ein bisschen vorarbeiten. Und zwar halt, es geht auch ganz einfach. Also es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, so ein Iron Furnace herzustellen. Das wäre jetzt die erste Variante. Das wäre jetzt der Iron Furnace. Oder, ich habe da eben was am Fenster laufen sehen. Man macht das so. Halt, ich bin doch so blöd. Braucht man, ich mache jetzt mal die zweite Variante. Also man macht sich zuerst einen Ofen. Einen ganz normalen aus Cobblestone. Na. Cobblestone-Ofen. Und dann kann man auch die Iron Furnace so herstellen. So, also zwei verschiedene Wege.
ist jetzt eigentlich überhaupt wie gesprungen, weil nachher brauchen wir wieder den. Wobei, wo ich gerade noch dabei bin, wenn wir wieder in eine Dings reingehen, würde ich sagen, machen wir mal eine Hose. Und shit, bevor ich es vergesse, noch eine Axt. Weil unsere ist doch auch ziemlich ausgenuckelt. Yes, that would be nice. I don't know how to speak to you. sure you can. But I didn't know about being recorded on the thing. Yes, I'm recording. But no matter. Would you, there's a plate there. Would you like a cookie or would you like a chocolate too? Cookie. Cookie? Yeah, the cookie. If you would like one of these, I'm going to give them a fridge because it's a bit hot in the house. So. Und dann ziehen wir das schon mal ein bisschen an, dass wir wenigstens ein bisschen Schutz haben. Weil es ja doch ein bisschen kacke, ne? Das ist auch schon fertig. Ah. Und dann machen wir uns noch eine Brust. So. Haben wir nur noch zwei Eisen, das heißt, wir nehmen natürlich auch wieder Eisen mit. Wenn wir in den Berg reingehen. Halt. Falsche Kiste. Das kommt da rein. Aber erstmal ausrauchen. Ist das auch Eisen? Ja. What the fuck, wir haben so viel Eisen. Naja, egal. Ne? Den packe ich jetzt auch erstmal da rein, wenn nicht, dass wir den nachher noch verlieren. Das wäre nicht so schön, ne? Helm scheiße ich jetzt gerade mal drauf. Achso, Ziel ist es natürlich irgendwann mal eine Nano-Suit herzustellen. Aber dafür brauchen wir noch ganz, ganz viele andere Materialien und das dauert erstmal, bis wir das Ganze zusammen haben. Und mich bricht das jetzt schon wieder total an, dass Nacht ist. Aber ich denke mal, Nacht müsste bald zu Ende sein und irgendwo hier in der Nähe war doch eigentlich auch eine Höhle. War das hier? Ja. Und dann haben wir auch schon wieder Kohle. Also Kohle haben wir eigentlich gerade momentan relativ gut da. Aber ich nehme es jetzt trotzdem mal mit, weil der Generator wird nämlich mit Kohle angetrieben. Halt, wenn immer dass die einfach mal schneller kaputt ist, dann haben wir wieder mehr Platz im Inventar. Und falls man das jetzt hört, das ist der Wasserkocher. So. Ich hoffe mal, die Höhle ist ein bisschen größer, dass sich das auch wenigstens ein bisschen lohnt. Und meinen Kaffee auch nicht vergessen. Wäre schade drum, wenn der kalt wird. Ich liebe meinen Kaffee. Nichts geht über meinen Kaffee. So, dass wir nachher auch wieder rauskommen. Und dann gucken wir mal, ne? Ja, das ist ja wieder eine andere Höhle. Und ich hoffe, ihr könnt auch was sehen. Da oben haben wir wieder, hier mal wieder mehr Kupfer, Eisen, Kohle. Die da oben lasse ich jetzt einfach mal ganz kackengreis da. Nehmen das Kupfer mit. Und wir müssen natürlich auf die entsprechende Höhe von, Redstone kommen. Redstone ist fast auf derselben Höhe wie Gold und natürlich auch ein bisschen weiter unten dann noch, Diamanten. Und wenn wir Glück haben, finden wir halt auch wieder so ein paar andere, tolle Sachen wie, Nikolait und, vielleicht auch noch wieder ein bisschen Uran. Würde ich mich natürlich auch drüber freuen und da hinten ist bestimmt auch wieder eine Höhle drin, aber das ist mir erstmal Wumpe. Weil ich will eigentlich nur Redstone haben. Dann wäre ich schon glücklich, weil ich glaube, Zinn haben wir auch noch reichlich da. Jetzt glaube ich das. Das Kupfer lasse ich jetzt mit Absicht erstmal da. So. Marble. What the fuck? Gleich zwei. Gisch. Okay, dankeschön. So viel haben die gar nicht mal kaputt gemacht. Aber mich soll es nicht stören, das hat mich nicht getroffen. Essen haben wir diesmal auch mit. Ich gehe jetzt einfach mal nach rechts. Oh, was zum Geier? Und nein, ich meine für Leute, die sich vielleicht mit Minecraft nicht so auskennen, es gibt keine Creeper-Spawner. Das ist einfach so, ne? Die gibt es nur im kreativen Modus, aber an sich gibt es keine Creeper-Spawner. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Ich hoffe, mich greift jetzt von hinten nichts an. Sieht bis jetzt gut aus. Und Marmor. Hatten wir noch Marmor? Nee, hat man nicht, aber das brauchen wir auch erstmal gar nicht.
Ja. Nochmal schön Fackeln setzen für euch. Dass ihr was seht, weil. What the fuck? Geh weg. Ah! Ich will. Ich bin jetzt so froh. Was zum Geier? Was ist denn los? Ich hab doch nur auf einfach gestellt. Warum kommen mir denn mal hier so viel entgegen? Husch! Das war eben nicht so schön. Renegieren. Was zum. Ey, fass ich's denn? Jetzt ohne Scheiß. Warum hab ich denn. Warum hab ich immer jetzt so ein Pech, dass auf einmal bei mir immer so viele Monster wie aus dem Nix auftauchen? Das kann's doch nicht sein! Ich weiß es nicht, habe ich ein schlechtes Karma oder was ist? Gott. Okay. Mein Gott. Also, ich weiß mal auch nicht. Also, irgendwie kommt mir das alles ein bisschen griechisch vor. Schon wieder ein Creeper. Hallo, Creeper. Jetzt habe ich mir gerade keinen Cobblestone. Den muss ich mal wieder vornehmen. Ja, Creeper, ich komme gleich dich besuchen. Ja, und den kriegst du auf die Fresse, sag ich dir. Oh, da unten haben wir Smaragd. Oh Gott! Was ist denn nur mal los? Husch, geh da weg, ich will da einen Block setzen. Ups. Was zum Geier? Der ist unsichtbar, der Block. Komische Grafikbugs. Was zum Geier? Hallo? Spinne, zwei Creeper, noch ein Skelett. Ich meine, geht's dir noch gut? Fick dich. Ich hab echt die Schnauze voll. Husch. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Mein Gott, ich will nicht wieder sterben. Ich trau mich schon gar nicht mehr, ey. Ohne Witz. What the fuck? Husch, 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 husch. Geh weg. Ist mir geil. Das mache ich jetzt mit der Fackel. Einfach nur drücken. Drücken, 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 drücken. Ich bin tot. Das gibt's doch nicht. Ey, Alter. Hallo. Husch. Nein, jetzt hat er meinen Uran kaputt gemacht. Oh Gott, ist noch da. Hallo? Bin ich im falschen Film? Nein, 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 nein. Ich glaube echt, ich bin im falschen Film. Ich meine, ich gucke jetzt nochmal nach, ob ich jetzt wirklich mal... Easy. Ohne Witz, easy, easy. Hallo? Da kriege ich jetzt schon gleich an Anfang von der Aufnahme einen halben Herz, Kasper, wegen so vielen Monstern. Das ist nicht normal. Nicht normal. Jesus fucking Christ. Lava. Lava ist immer ein gutes Zeichen. Da haben wir den Smaragd. Das heißt, wir sind jetzt einmal im Kreis gelaufen. Jetzt auch nicht bloß nicht verbrennen. Fuck it. Ich hasse sowas. Ich hasse einfach sowas. Geh weg, Lava, Lava. Ich hasse dich. Vor allem nicht in die Lava fallen, das ist auch eine andere Kunst. So, ist mir egal, ich lasse jetzt auch den Cobblestone hier einfach liegen und stehen, das ist mir eine Pumpe. Hauptsache die Lava ist weg. Irgendwann werden wir auch Lava brauchen, aber das ist egal, wir können uns auch rein theoretisch, ich weiß jetzt nicht, ob ich euch das schon erzählt habe, mit einem Kondenser, wenn wir mal so weit sind oder sein sollten und auch die Diamanten dafür da haben, du warst eben noch nicht da. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Können wir uns halt, ja, halt auch die Lava, wenn wir einmal Lava haben, uns halt das nochmal neu erstellen, sag ich jetzt mal, herstellen, generieren, wie auch immer. Hallo, ich sehe dich ganz genau. So, gehen wir mal aufs Ganze, dass wir es auch noch für euch sichtbar machen. Und dann... Geronimo! Ja, nee, ist klar. Und ich hoffe mal, das ist nicht das Ende der Höhle. Doch, ist es. Scheiße. Hallo.
Hier, schön, dass ich Uran gefunden habe, wenn ich Redstone brauche. Ich meine, wir können jetzt mal auf gut Glück einfach mal hier ein bisschen buddeln, ne? Einfach mal so ein bisschen Art Strip Mining machen, aber ja. Es ist mir eigentlich egal. Vielleicht finden wir ja auch durch Zufall jetzt noch eine andere Höhle. Wenn wir jetzt hier uns nach unten hauen. Oh. Ich meine, ja, ich brauche nochmal Redstone. Ich habe jetzt auch keine Lust, ewig und 3 Tage wieder nach einer neuen Höhle zu suchen. So sieht's aus. Warum buddeln wir uns jetzt einfach nach unten? Ganz einfach, weil ich die Schnauze voll habe. Ich will einfach nur endlich mal anfangen. Fuck. Sehr ruhig. Einfach mal. Ich hasse Windows 8 nochmal so zur Info. Was wollte ich gerade sagen? Schön, Alex, jetzt hast du mich total durcheinander gebracht. Ja, Buchmesse, schön. Es ist Buchmesse und ich kann nicht da sein, richtig, weil ich im Ausland bin. Ja, ich will einfach anfangen, nochmal richtiges Ticket zu spielen. Zu Ticket gehören Maschinen. Und die können wir uns momentan noch nicht bauen, weil wir halt noch nicht die ganzen Sachen haben. Okay, wir haben jetzt schon mittlerweile einen Eisenofen hergestellt, aber ich meine, das ist jetzt auch nicht unbedingt so. Wow. Das ist keine technische Errungenschaft für mich unbedingt. Ich will mehr machen. Ich will Größeres bauen. Und ja, ich könnte rein theoretisch auch im Kreativmodus sein und alles schön bauen und schön und schick, aber das ist ja dann langweilig, weil das kann ja jeder, oder? Ich will einfach was sagen können, ja, das habe ich erreicht und ich bin stolz drauf. So sieht's aus. Und diesmal versuche ich natürlich ein bisschen besser und länger auf die Uhr zu gucken. Weil in der Regel habe ich jetzt mir eigentlich vorgenommen, immer 20 Minuten Parts zu machen. Kann natürlich aber auch nichts versprechen, weil es kommt immer ganz drauf an. Und ich will natürlich auch versuchen, euch ein bisschen zu entertainen. Zumindest ein wenig. Und ich meine, Minecraft ist jetzt nicht unbedingt so das spannendste Spiel. Ne? Ich glaube, das könnt ihr einigermaßen verstehen. Ne? Vor allen Dingen, wenn ich jetzt hier noch unten noch einfach mal sinnlos durch die Gegend buddel, ist natürlich noch besser. Wow. Ich glaube, danach kommt gleich Kisten aufräumen. Das ist genauso spannend, aber es gehört nun mal dazu, leider. So. Wieder mal eine Packe setzen, nicht, dass es zu dunkel ist für euch. Und ich will endlich mal eine Höhle finden oder Redstone oder was auch immer. Irgendwas. Ein Zeichen, gebt mir was. Wir können uns auch natürlich noch zur Not eine Wünschelroute herstellen. Ja, sowas gibt's auch. Und das zeigt denn in Anführungsstrichen ein EMC auch an. Das heißt, die Wünschelroute zeigt man in eine Richtung. Und gucke eine an, da haben wir eine Höhle. Okay, und da ist sogar Gold. Ich glaube, das seht ihr gerade noch nicht, aber ja, da ist Gold. Und da ist wieder der nächste Creeper. Jetzt, oh, ich weiß es nicht, das regt mich gerade tierisch auf. Ich weiß, ich kann es doch nicht mal erklären, warum mich das so aufregt, aber überall sind diese scheiß Creeper. Und ich will echt nicht sterben. Aber erstmal nimmt man das Gold mit, weil Gold ist immer gut. Aber ich hoffe, der Creeper sieht uns nicht. Bis jetzt zumindest nicht. Das Eisen. Und dann gucken wir mal, wo wir ungefähr sind. Ich, Tin oder Silber müsste das sein. Tin. Ist mir egal, weil kann man alles... Husch, weg. Und ein Skelett, jetzt mal ohne Witz. Wow, der Creeper. Was zum Geier, hat mir eine CD getroppt. Also so eine Schallplatte in der Longplay. Cool. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was ist denn das für eine? Music Disc 2256. Ich meine, vielleicht bauen wir uns dann einfach mal so just for fun, weil wir können auch uns den Plattenspieler. Wäre natürlich auch interessant. Weil ich weiß jetzt gerade nicht aus dem Kopf, welche Platte das ist. Und meine Spitzhacke ist gleich wieder kaputt. Cool. Heißt, ich werde mir auch erstmal... Wenn man nicht vom Teufel redet, jetzt gehe ich mal kurz zurück, dass ich einigermaßen in Sicherheit bin. Weil ich habe diesmal nämlich Holz mitgemacht, weil aus Fehlern lernt man ja zum Glück.
Und dann kann ich mir ja... Ach, komm schon. Hier nochmal einen Ofen hinmachen und dann mache ich mir nochmal... Nein, brauchen wir ja gar nicht mal. Ich habe sogar Saphire und mit den Saphiren machen wir jetzt einfach mal eine Saphirspitzhacke. So faul bin ich. So. Das nehmen wir jetzt wieder mit. Kann man immer gut gebrauchen. Und in die Ecke schmeiße ich jetzt mal ein bisschen Cobblestone. Also viel braucht man einfach nicht und vor allen Dingen auch keine Erde. Das wäre unnütz. Haben wir noch mehr Cobblestone? Dann haben wir auch noch ein ganzes Stack voll Cobblestone. So. Und ich glaube sogar, wenn es mich nicht trübt, sind die Edelsteinspitzhacken und so einfach schneller. Also die sind fast so gut wie Diamantspitzhacken, aber nur fast. So. Alles mitnehmen. Ich bin einfach mal greedy. Und ich brauche Redstone. Noch mehr Uran und das scheint doch jetzt da hinten, das seht ihr jetzt bestimmt nicht, doch ein bisschen größeres Erzvorkommen sein. Ja, und ich hoffe mal, dass ich dann... Okay, vielleicht haben wir sogar so viel Glück, dass wir jetzt ein paar Diamanten finden. Das wäre natürlich geil. 7 Stück bräuchten wir an der Zahl. 7? Ich glaube 7 oder 8, ja. Das müsste dann reichen. Dann können wir uns einen Kondenser bauen. Ja. Okay. Einfach mal kurz ausleuchten. Da hinten geht es auch noch weiter. Nochmal wieder Gold. Da haben wir Tin und Eisen und so. Auf welcher Höhe befinden wir uns dann eigentlich gerade? Ne, da muss ich noch ein bisschen weiter runter eigentlich, rein theoretisch. Aber wir sind schon mal gut unterwegs. Oh Gott. Ne, ich habe ja noch mal ein paar neue Lieder mit in die Playlist reingeschmissen und das ist jetzt alles random, was hier natürlich gespielt wird, ne? Einfach so ein paar schöne Oso-Maps, ne? Falls ihr möchtet, könnte ich natürlich auch ein... Komme ich aus der Richtung? Ja. Kann ich auch, ein Oso-Video hochladen oder so, falls ihr das möchtet. Also, die Möglichkeit wäre da und würde ich auch machen. Ich bin jetzt nicht unbedingt die beste Spielerin, weil zum Beispiel unser Laiko oder Catrot aus dem Team ist, finde ich, mittlerweile besser als ich in diesem Spiel, weil ich weiß es nicht, ich bin einfach, glaube ich, zu alt. Nein, haha. Ich weiß, das ist eine dumme Ausrede, aber, ja, ich weiß es nicht. Meine Reflexe sind einfach nicht mehr die besten. Außerdem kann er besser spinnen als ich. Ja, falls du das jetzt hörst, ja, du bist besser als ich. Ich geb's zu. Beziehungsweise vielleicht, wenn ich wieder übe und er das jetzt nicht hört, was ich sage, vielleicht werde ich irgendwann mal wieder besser wie er. Glaube ich eher zwei weniger, aber ich gebe die Hoffnung nie auf. Natürlich haben wir hier keinen Redstone. Mann, scheiß die Wand an. Da oben haben wir noch Sachen und wir könnten auch in die Richtung. Ene mene mu. Ich sage, wir gehen jetzt erstmal hier nach oben, geradezu, nach links. Hier hin. So. Und da sehe ich Wasser und was Helles. Das heißt, da hinten müsste irgendwo Lava sein. Das lasse ich jetzt erstmal alles hier und gucke. Da haben wir Uran und wir sind wieder in einer Schlucht. Da ist auch kein Redstone, nein. Das ist natürlich ein bisschen blöd, warum hier das Wasser ist. Ich will jetzt nicht unbedingt mich an der Lava langbuddeln, das wäre ein bisschen blöd. So, gucken wir mal. Da ist das Uran. Komme ich da ran? Ja. Sehr schön. Immer mehr EMC. EMC ist immer gut. Wir hätten uns vielleicht auch einen Eimer machen können, wenn ich ganz ehrlich bin, aber... Weil ich habe nämlich ein bisschen Respekt vor Lava. Ich habe da nämlich so ein Talent.
Oder so ein Talent, das gleich um jede Ecke ein Creeper kommt und mich da reinschubst. Oder sogar eine Fledermaus, das würde bei mir schon reichen. Ich glaube, das habt ihr mittlerweile schon mitbekommen, dass ich dafür ein Talent habe. Kohle, Copper. Ich brauche keinen Copper. Kohle auch gerade im Moment. Momentan zumindest nicht. Eine Menge Kohle sogar. Oben ist nochmal Eisen. Was haben wir da hinten? Da hinten geht es auch nochmal weiter, aber hier kommt das Wasser wenigstens mal zumachen. So. Gucken wir mal. Noch mehr Kohle. Kommt das jetzt immer zum auch noch mit? Ja. Ich hoffe mal, die Tour wird jetzt hier mal ein bisschen erfolgreicher als die letzte. Weil ich dann einfach nur noch die Schnauze voll hatte. Ja, man kann es ja so sagen. Und wir schlagen uns bis jetzt sehr gut. Und ich sollte vielleicht mal was essen. Ah. So, jetzt haben wir nur noch ein Hähnchen. Jetzt nicht so pralle. Komm schon. Ach komm, ey. Das kann doch echt nicht sein. Da oben geht es auch nochmal weiter. Aber erstmal will ich mal hier buddeln, weil meistens ist ja auch so, dass hinter dem Gravel auch noch viel Stuff ist. Oder zumindest nochmal ein Durchgang in einen anderen Raum von der Höhle oder so. Nicht immer, aber meistens. Na komm schon. Ach, leck mich doch fett. Keine Lust. So, und ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder zurück. Wann ist es da oben dunkel? So, müssen wir mal hier lang. So. Und dann gehe ich nämlich jetzt erstmal hier zurück, weil da nach oben können wir uns auch noch gerne mal buddeln oder so, aber ich bin auf einer heiligen Mission nach der Suche nach Redstone. Jetzt gehen wir in die Richtung. Da geht es eigentlich zwar gerade, wie ich sehe, wieder nach oben, aber egal, vielleicht haben wir trotzdem Glück und da geht's wieder und ich sehe wieder das Skelett. Hallo. Oder wir kommen jetzt ja wieder gleich in der Schlucht raus. Das kann natürlich auch sein. Ich muss wieder ein paar Fackeln machen. Habe ich noch Sticks? Ja, habe ich. Puh. 22 Kohle. Also, das reicht erstmal. What the fuck, jetzt haben wir schon wieder fast keinen Platz mehr. Echt jetzt? Ach komm, die schmeißen wir jetzt auch mal weg, die. Ich will das jetzt bloß nicht nochmal einsammeln, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Ja. Das ist eine wunderschöne Oso-Map, nur mal so zur Info. Und das Bild als Hintergrund sieht auch richtig schick aus. Ja. Bauen wir uns einen Weg. So. Beziehungsweise würde ich jetzt sogar so sagen, ich mache jetzt hier einen Cut, dass die Folgen nicht wieder so lang werden. Und in der kleinen Pause für mich werde ich jetzt auch gleich einen wunderschönen Cookie mit weißer Schokolade und Himbeeren essen, den ich von Bridget bekommen habe. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.